In der heutigen Folge des Erfolgreich Verhandeln Podcasts geht es um die Erwartungsfalle. Ich zeige dir, wie Verhandlungen an Missverständnissen scheitern können, wie du das beeinflussen kannst, wie du overdelivern kannst und wie du die Erwartung der Gegenseite steuern kannst. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Schön bist du heute wieder dabei. Heute mit einer ganz, ganz spannenden Folge. Und zwar ist es so, dass in jedem Gespräch, mit jedem Menschen, in jedem Meeting hast du natürlich irgendwelche Erwartungen. Die hast du, ob du die willst oder nicht. Und diese Erwartungen, die stehen halt im Raum, die sind da. Die Erwartungen können basierend sein auf der Agenda, basieren kann auf vergangenen Gesprächen und so weiter. Und es ist meistens so, dass dann ein Konflikt geschieht, weil der Konflikt hat eigentlich eine Grundlage, und zwar ist es, man hat sich's anders vorgestellt. Man spricht auch sehr oft auch von Erwartungsmanagement. Also, was hat denn die Erwartung dabei zu tun? Und ich habe letztes Jahr, war glaube ich im 23 oder sogar schon im 22 war das, habe ich einen Vortrag gehört von Jens Korsen, und der hat so gesagt, warum ärgern wir uns, warum nerven wir uns? Es hat eine Grundlage oder eine Basis, und das ist, weil wir uns es anders vorgestellt haben. Und ich habe damals, als ich den Vortrag gehört habe, bin ich danach, nach dem Vortrag, das war so ein Event, ein grosser Event, bin ich dann einen Tag später, war Sommer, war richtig heiß, sind wir so in einer Stadt in Deutschland, das war in Siegen, waren wir dort oben mitten in der Stadt, hatte so ein Schloss, und dann sind wir hoch auf den Schlossberg gefahren. Meine Frau und die Kids und unsere Freunde, die waren schon da, und ich kam danach mit dem Auto. Und ich weiß noch, als ob es gestern gewesen wäre, ich stand da in der großen Hitze, die glutheiße Sonne hat aufs Autodach so richtig drauf geschienen, und ich habe gewartet und gewartet, und plötzlich kam endlich ein Parkingslot frei. Ein Platz war da plötzlich frei. Ich wollte reingehen, und da kommt von links so ein älterer, grauhaariger Herr rein, hat mir den Parkplatz einfach geklaut vor meiner Nase, ist ausgestiegen, hat so runter aufs Nummernschild geschaut und mir den Mittelfinger gezeigt. Und ich war da fassungslos, sprachlos, und ich habe den einfach angeschaut, und in dem Moment habe ich mir einfach gesagt, hey, ich habe es mir anders vorgestellt. Weil in dem Moment, aufregen bringt nichts. Das war jetzt die Erwartungshaltung von mir. Hey, das ist jetzt mein Parkingslot, mein Parkplatz da vor mir, und jetzt hat er mir den geklaut. Also in jungen Jahren wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen und hätte mit dem mal ein ordentliches Gespräch geführt, und so war ich einfach da, habe gelächelt und mir gedacht, hey, das ist so ein schöner sonniger Tag, ich lasse mir doch das von diesem Typen da nicht verderben. Und siehe da, nicht mal zwei Minuten später war der nächste Parkplatz wieder frei. Ich bin reingegangen, und was schön war, ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe keine schlechten Gedanken verschwendet, ich habe mir einfach selber zu mir gesagt, ich habe es mir anders vorgestellt. Und das war so schön, weil das ein gutes Beispiel ist von so einer Erwartungshaltung und wie die plötzlich einfach aus dem Nichts zerstört werden kann. Und es ist sehr oft so, immer wenn ich so Leute im Training habe oder in der Beratung und frage, hey, erzähl mal, warst du schon mal sprachlos in einer Verhandlung? Und dann nicken die meisten, weil das hast sicher auch du selbst erlebt, dass du schon mal sprachlos warst. Und das ist dann meistens so, weil eine Überraschung kam oder weil du was komplett anderes erwartet hast. Ich weiß noch mal in einer Bewerbung, ganz, ganz, ganz früh, das war, glaube ich, noch mitten im Studium, war ich mal in einer Bewerbung, und da waren alles deutschsprechende Leute, und plötzlich hat es geheißen, hey, da kommt noch jemand vom Management vorbei, die ist Amerikanerin, die spricht Englisch, Frederik, ist ja kein Problem für dich, oder? Und ich so, nein,
Also was willst du in dem Moment auch anders sagen? Du kannst ja nicht sagen, ja, ist ein Problem. Sondern wir waren da mitten schon in Bewerbungsgespräch, es war ein internes Bewerbungsgespräch und so war ich einfach da und ich habe mir, im Nachhinein hätte ich mir auch sagen können, ich habe es mir anders vorgestellt. Weil so Erwartungen, die persönliche Erwartungshaltung mit der anderen Seite quasi kollidiert. Weil jetzt auch da das mit dem Parkplatzbeispiel, vielleicht hat er sich halt vorgestellt, das ist mein Parkplatz, ich bin hier Einheimischer, ich wohne hier, vielleicht hat er schon 30 Minuten gewartet in der Sonne und keinen gekriegt und dann hat er einfach ja sich das Recht rausgenommen, dass das jetzt sein Parkplatz war. Wie gesagt, es war kein Problem, weil ich kurz danach meinen eigenen Parkplatz dann gekriegt habe und ich habe mich nicht aufgeregt und das war das Schönste, das da in der Praxis umzusetzen. Und es ist natürlich so, dass halt in sehr, sehr vielen, vielen Verhandlungen halt auch da, ja, es werden mal Erwartungen erfüllt, es werden Erwartungen nicht erfüllt. Das kann dann zu Enttäuschung oder zu Konflikten führen. Und es ist natürlich auch so, dass du selber halt auch Erwartungen hast. Ich kenne das selber, wenn ich Menschen ein Bewerbungsgespräch habe, jetzt für mein Unternehmen zum Beispiel, das ist auch so, du schaust dir halt auf der Bewerbung das Foto an, du schaust dir den Lebenslauf an und dann hast du halt ein gewisses Bild im Kopf, wie die Person daherkommt, wie sie zu dir kommt und so weiter. Und das ist für dich wichtig, wenn du in Verhandlungen steckst. Also wenn du so dein LinkedIn-Profil anschaust, das Foto oder auf Bewerbungen oder wenn dein Angebot, wie es das daherkommt, all das, was du schickst, all das, was öffentlich sichtbar ist von dir, da erwächst du natürlich eine Erwartung. Und überleg mal selber für dich, was hast du heute, was sichtbar ist, was bei den anderen Menschen gewisse Erwartungshaltungen quasi rausschicken kann, raussenden kann. Weil es natürlich auch so, wenn du für eine Verhandlung die Gegenseite einladest und das ist sehr professionell, in einem sehr professionellen Ton und Art und Weise, du schreibst zum Beispiel eine Agenda und schickst sie, es kommt alles professionell daher, dann hat die andere Seite automatisch die Erwartungshaltung, dass das dann professionell abläuft. Das heißt, du kannst das auch bewusst steuern oder beeinflussen. Und ja, es ist halt auch so, dass halt du diese Erwartungshaltung auch steuern kannst. Du kannst das natürlich auch steuern, wenn du zum Beispiel halt auch, wenn du selbstständig bist, Unternehmer bist, wie du als Brand, wie du als Unternehmen daherkommst, wenn du halt quasi, ja, ich sage immer so das Beispiel, wenn du halt irgendwo in eine Firma gehst und es ist hochwertig, es ist hohe Qualität, das Logo, die Leute sind schick angezogen, die Empfangshalle macht ein gewisses Bild von dir. Das heißt, dass du wächst automatisch die Erwartung, dass die Produkte, die Dienstleistungen, auch das Angebot top sind, von hoher Qualität sind und da steigerst du automatisch halt auch, die Öffnungsweite des Portemonnaies oder der Brieftasche. Das heißt, wenn die Erwartung da ist, dass das eine Top-Qualität und Top-Dienstleistung, Top-Auto, Top-Produkt, was auch immer ist, dann ist automatisch halt auf der anderen Seite die Bereitschaft, da mehr zu investieren. Das heißt, überleg mal für dich selber, wo bist du heute schon da, wo sendest du Erwartungen aus, wo kannst du was optimieren und natürlich auch wichtig für dich, die Erwartung zu erhöhen. Wie kannst du diese Erwartungen erhöhen? Ich zeige dir jetzt mal ein paar Beispiele, wie du die Erwartungshaltung steuern kannst. Das eine ist natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, für eine Verhandlung, dass du halt einen Betreff, ein Thema, eine Agenda vorgibst, da kannst du das natürlich ganz klar steuern. Du kannst auch mit dem Start, wenn du diesen Podcast schon lange hörst, dann kennst du ja meinen 3-Schritte-Start. Da kannst du natürlich auch einen Rahmen setzen zum Start, einen Anker werfen, wo das die Erwartungshaltung dann ganz, ganz klar ist. Und wenn du zum Beispiel jetzt startest, ich mache dir ein ganz einfaches Beispiel mit einer Preisreduktion. Jetzt startest du das Gespräch mit einer Preisreduktionserwartung von 12% und die andere Seite hat eine Preiserhöhung dabei von 3%, dann wird die andere Seite diese Preiserhöhung gar nicht erwähnen, weil du die Erwartung als erster kommuniziert hast, hey, Preise müssen runter zum Beispiel. Also diese Erwartungshaltung kannst du mit dem Start in die Verhandlung ganz klar steuern. Und auch andere Beispiele habe ich dir mitgebracht. Ich habe das immer wieder erlebt, dass als ich noch selber angestellt war, dass im Herbst, so Oktober kam meistens ein Brief,
wo man dann der gesamten Belegschaft gedankt hat für die tolle Zusammenarbeit und für das tolle Geschäftsjahr, das man gehabt hat. Und immer war da so dabei, eben weil wir, entweder war es so, es war Krise, dann hat die Geschäftsleitung geschrieben, ja, aufgrund der Krise gibt es dieses Jahr keine generelle Gehaltserhöhung. Das war so eine Erwartungshaltung vor den Jahresgesprächen bewusst beeinflussen. Oder es war ein Geschäftsrekordjahr, dann hat man Folgendes geschrieben. Ich habe die Briefe noch zu Hause, ich muss die irgendwo mal wieder einarbeiten in Content. Und ein Jahr später, nee, es war nicht ein Jahr später, sondern zwei Jahre später, war ein absolutes Rekordjahr und da stand im Brief drin, ja, dieses Jahr war ein Top-Rekordjahr. Vielen Dank für euren Einsatz. Vielen Dank für eure Energie und Kraft, dieses Ziel zu erreichen. Dieses Jahr gibt es keine generelle Gehaltserhöhung, weil die Zukunft ist unsicher. Also es ist so spannend. Man hat in beiden Fällen die Erwartungshaltung der Belegschaft möglichst tief gehalten. Möglichst tief gehalten. Und das ist genau das, was man momentan auch sieht. Es gibt momentan aktuell sehr viele Streiks, sehr viele Verhandlungen mit Gewerkschaften und so weiter. Wenn du die Zeitung öffnest, dann siehst du das überall. Ich war letzte Woche wieder in Deutschland, da hat irgendwie das, glaube ich, das Bodenpersonal in, glaube Frankfurt, München und so weiter, glaube ich, Köln gestreikt. Und das ist natürlich auch so, das sind halt da Erwartungshaltungen, die da aufeinander prallen. Weil die letzten Jahre waren Krise. Die letzten Jahre waren Krise. Man hat sehr viel von den Mitarbeitern erwartet. Und jetzt letztes Jahr war bei sehr vielen Branchen Rekordjahr, dieses Jahr auch. In sehr vielen Branchen. Und das ist natürlich die Erwartungshaltung, hey, in guten wie in schlechten Zeiten. Das heißt, in schlechten Zeiten haben wir unseren Einsatz geleistet. Und jetzt in guten Zeiten wollen wir was davon haben. Und das ist halt auch diese Erwartungshaltung, wenn man die nicht bewusst steuert, wenn man die nicht bewusst anspricht und so oft, wie das im deutschsprachigen Raum ist, dann einfach nichts sagt und denkt, ja, die anderen, die wissen schon, dass wir das wertschätzen, oder die andere Seite, die wissen schon, dass wir dankbar sind, oder auch so der Klassiker, nicht, wie sagt man eben schon weiter, schon wieder, nicht kritisiert ist genug gelobt oder nicht geschimpft ist genug gelobt, genau das war der Spruch, dann hast du dann irgendwo mal so einen Konflikt und dann explodiert dann der in jegliche Richtungen, was man momentan an sehr vielen Orten sieht. Im gleichen Zusammenhang, auf der anderen Seite, ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten vor einem Familienunternehmen und dann hat mir auch eine Geschäftsinhaberin die Frage gestellt, hey, wie siehst du das mit dem Gehalt, mit der Gehaltsfrage? Und dann habe ich gefragt, okay, gib mir mal ein bisschen mehr Kontext. Und dann hat sie mir gesagt, schau, während der Krise in den letzten Jahren, da haben wir keine Gehaltseinbußen. Wir haben als Firma wir haben keine Kurzarbeit gemacht. Wir haben Weihnachtsgeld ausbezahlt. Wir haben die Löhne hochgehalten, obwohl Krise war. Und da haben wir als Unternehmen sehr viel gemacht für unsere Arbeitnehmer. Und jetzt, wo es gut läuft, kommen die und haben die Hand offen. Was kann man da tun? Und dann habe ich gesagt, ja, das hat auch wieder mit Erwartung zu tun. Habt ihr denn denen gesagt, dass ihr während der Krise die ganzen Plus oder die ganzen, sag mal so, Benefits, habt ihr denn das kommuniziert, aktiv kommuniziert? Weil sie ist jetzt aus einer Branche, die hat dieses Jahr, ja, es sind nicht alle Branchen top, hä? Es sind immer ein paar Branchen, die halt Probleme haben. Und sie ist jetzt aus einer Branche, die läuft momentan nicht so gut. Aber die Mitarbeiter haben natürlich die Erwartungshaltung, ja, hey, überall läuft's gut. Deshalb, ich möchte auch mehr Gehalt, weil in meinem Umfeld kriegen alle mehr Gehalt zum Beispiel. Das hat auch wieder mit Erwartungshaltung zu tun. Und sehr oft ist es so, es scheitert an der Kommunikation. Es scheitert an der Kommunikation, was kommuniziert wird. Und du kannst das ganz, ganz bewusst steuern. Und zwar kannst du diese Erwartungen auch aufnehmen. Ich zeige dir mal, wie ich das mache. Du kannst zum Beispiel im Vorfeld von Verhandlungen kannst du Fragen aufnehmen. Du kannst Agendapunkte aufnehmen. Du kannst Erwartungen am Telefongespräch zum Beispiel oder unter vier Augen aufnehmen. Du musst das bewusst abholen, abfragen. Und wenn du Fach- und Führungskraft bist, natürlich nicht nur einmal im Jahr im Mitarbeitergespräch.
wenn Februar ist und die Menschen, dein Team, die haben eine Erwartung, dann musst du die jetzt abholen. Also hol das immer wieder regelmäßig ab, damit du siehst, wo die aktuell stehen, wie das ausschaut und so weiter. Weil wenn du das nicht machst, dann sind die dann plötzlich weg. Ja, dann sind die dann plötzlich weg, entweder in der gleichen Firma oder extern. Das heißt, du musst diese Erwartungen aufnehmen. Diese Erwartung kannst du zum Beispiel aufnehmen, wenn du in einem Meeting, ich mache das auch immer wieder, sagst, hey, schreibt mir mal eure Erwartungen auf, dann einfach Post-its verteilen, die Leute aufschreiben lassen, dann klebst du das irgendwo an die Wand und dann hast du die Erwartungen aktiv aufgenommen. Weil wenn dann 10 Leute drin sind und 9 anfangen zu schreiben, dann schreibt dann die Nummer 10 auch auf. Das heißt, das ist ein bisschen so diese Gruppendynamik, die da herrscht. Oder wenn du online bist, sagst du zum Beispiel in einem Meeting, hey, was habt ihr heute für Erwartungen? Wie sieht's auf eurer Seite aus? Schreibt doch jeder mal 3 Punkte in den Chat rein. So kannst du das aktiv abholen oder abfragen, zwar online und live. Auch im Teammeeting, auch in einer Verhandlung, wo du zum Beispiel sagst, ja, wenn dann Bedarfsanalyse ist, ganz am Anfang einer Verhandlung, dann sagst du, hey, ja, wo steht ihr aktuell, was braucht ihr? Die Erwartungsfrage, die ich sehr oft stelle, was muss passieren, damit ihr eine 5-Sterne-Bewertung geben würdet, was muss da passieren? Und wenn du diesen Podcast schon lange hörst, dann teile ich dir auch mal meine Erwartungshaltung mit. Und zwar sind es schon 171 Folgen, die ich hier raushaue. Und an dieser Stelle eine kleine Erwartungshaltung von mir. Wenn du diesen Podcast auf Spotify hörst, dann gibt's da auf der Folge oben 3 Punkte. Da gehst du rein, drückst einmal drauf, drückst auf Bewerten, gibst mir 5 Sterne und dann habe ich auch wieder mega Spaß, hier noch weiterzumachen, um mehr Folgen zu produzieren. Oder auf Apple Podcasts geht das natürlich auch. Da kannst du auch eine 5-Sterne-Bewertung geben und ich freue mich auf jede Bewertung, die ich von dir bekomme. Vielen, vielen lieben Dank dazu. So, kurz zwischendurch mal meine Erwartung kommuniziert. Also, ich habe dir heute Folgendes mitgegeben. Sehr oft ist es so, wenn verschiedene Erwartungen kollidieren, dann kann es zu einem Konflikt führen. Also sag dir immer da, wenn die Gegenseite komplett anders reagiert, als du dir das vorgestellt hast, frag dich selber mal, okay, was für Erwartungen werden hier gerade nicht erfüllt? Ja? Also dieses Thema, dieser Perspektivwechsel, okay, was habe ich für Erwartungen, was hat die andere Seite für Erwartungen? Und wenn da eine große Konflikt herrscht oder eine großer Unterschied, dann hast du irgendwann mal ein Problem, wahrscheinlich ziemlich früh in der Verhandlung. Sei dir bewusst, dass alles, was du ausstrahlst, wie deine Mails daherkommen, dein Angebot, wie du gekleidet bist, dein Geschäftsfahrzeug, dein LinkedIn-Profil, dein Foto, all das weckt Erwartungen. Deshalb kannst du das auch aktiv steuern. Du kannst das aktiv steuern, indem du zum Beispiel ein Top-LinkedIn-Profil hast, indem das zum Beispiel dein Angebot top ist, indem zum Beispiel ich, wo auf die Bühne gehe, ich habe eine Anmoderation, die ich immer wieder mitschicke, so als Inspiration. Und wenn die vorgelesen wird, hast du auch wieder eine gewisse Erwartungshaltung, die kommuniziert wird. Und das hilft einfach, um diese Erwartung zu steuern. Und der dritte Punkt der heutigen Folge war, diese Erwartungen auch aktiv aufzunehmen. Mittels Flipchart und Post-its oder in Online-Meetings im Chat. Das hilft dir einfach, wenn deine Erwartung ähnlich oder sag mal so, wenn deine Erwartung gleich ist wie die der Gegenseite. Nicht die Ziele, aber wenn du über den Preis verhandeln willst und die Gegenseite hat die Erwartung, nee, heute diskutieren wir nur mal mögliche Optionen oder mögliche Kooperationen, dann hast du eine unterschiedliche Erwartung. Das heißt, du musst die anfänglich mal kommunizieren. Oder wenn du zum Beispiel dein Gehalt anpassen willst oder ein höheres Gehalt willst, dann musst du das auch mal kommunizieren und die Erwartung klar mitgeben. Auch wenn es darum geht, wenn du befördert werden willst, dann musst du die Erwartung mal kommunizieren und das mal anmelden. Weil es sind so viele Menschen, so viele Menschen, die Erwartungen haben, diese nicht kommunizieren und dann hoffen, dass das Gegenüber das dann schon irgendwo mal rausfindet. Und ich habe mal einen Arbeitskollegen gehabt, der hat immer gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt,
aber sie stirbt. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber deine Erwartungen dir irgendwo von der Stirne ablesen kann. Deshalb kommuniziere deine Erwartungen. Und der Bonustipp am Schluss, wenn die Erwartung da ist und du diese Erwartung erfüllst, überleg dir immer, wie kann ich mehr machen, mehr bieten, als die andere Seite erwartet. So dieses Overdeliveren. Wenn du nämlich als Mitarbeiter, als Führungskraft, als Unternehmer, als Selbstständiger für deine Lieferanten, deine Kunden overdeliverst, mehr machst, die Extrameile gehst, dann ist es so, dass du ein Wow bei deinem Gegenüber hinterlässt und dann die Erwartungshaltung bei dem verankert wird, du, dein Unternehmen, du als Person, dein Team, deine Abteilung, du als Unternehmer in einer Region, ihr seid einfach top. Und dann ist die Erwartungshaltung dann top und das hilft dir in jeder Verhandlung, wenn die Außenwirkung, die Erwartung der Menschen da draußen, wenn die hoch ist, wenn die sagen, hey, von dem die Leistung ist super und so weiter und so fort, dann hast du in jeder Verhandlung einen Vorteil. Deshalb ist es so wichtig, diese Erwartungen aufzunehmen, diese Erwartungen zu erfüllen und noch besser zu overdeliveren, zu übererfüllen. Und wenn du mal deine Erwartungshaltung so richtig, richtig overdelivered haben möchtest, dann kann ich dir ans Herzen legen, live an einem meiner Events dabei zu sein. Aktuell sind 3 Daten öffentlich verfügbar. Momentan ist, glaube ich, 28.06. in Olten, 30.08. in Bern und Ende Oktober, ich glaube 26.10. Oktober ist in Zürich der Event wieder da. Der kostet nicht viel, der Inhalt ist top, ist intensiv und alle Teilnehmer, die bis jetzt dabei waren, haben mir folgendes Feedback gegeben. Wow, Frederik, das heute kam so viel mehr, als ich erwartet habe. Und das ist das, was mir immer am meisten Spaß macht, bei meinen Kunden, bei meinen Events, in meinen Vorträgen, die Leute zu überraschen und zu overdeliveren, damit die Erwartungshaltung nachhaltig ganz weit oben ist. Und wenn du es mal selbst live erleben willst, dann geh jetzt hier unten in die Shownotes. Da findest du auf der Webseite www.maevo.ca/events. Findest du die Daten, alle Inhalte, siehst ein Aftershow, ein Aftermovie von den letzten Events, siehst ein paar Testimonials und kannst dir direkt dein Ticket buchen. Weil nur von Zuhören und Zuschauen wirst du kein Verhandlungsprofi, wirst du nicht besser in deinen Verhandlungen. Deshalb klick jetzt auf die Webseite, buch dir jetzt ein Ticket für die nächsten Events und ich freue mich schon sehr darauf, dich live und in Farbe im Publikum zu sehen und auch deine Erwartungen zu, nicht nur zu erfüllen, sondern zu overdelivern, zu overerfüllen, oder? So, jetzt haben wir dann genug Anglizismen zum Schluss. Hey, schön warst du heute wieder dabei beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Hier war wie immer dein Host, Frederik Mathier. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir heute das Thema Erwartungshaltung, Erwartungsmanagement näher zu bringen. Und ich wünsche dir von Herzen erfolgreiche Verhandlungen. Und bis zum nächsten Mal.